next time. Also ich kann besser Niederländisch schreiben als sprechen, also bin da dann auch ein bisschen aus der Übung gekommen, die Sprache angeht. Ich kann auch jetzt nicht ganz so viele Sätze mehr, oder nicht mehr ganz so arg Niederländisch schreiben, wie ich es früher mal konnte. Früher hatte ich auch ein bisschen mehr. Naja, Zeit. Weil dadurch, dass man die Arschlochfreunde nicht mehr hatte. Quasi Einzelgänger, aber da hatte man doch ein bisschen mehr Zeit. So, könntest du jetzt mal zugehen? Danke. Du bleibst da hinten schön stehen, ja? Ich wusste, dass es da klar. Wo haben Sie denn Ihren Fahrer? Ey Junge, kannst du nicht. Hast du Kacke auf den Augen oder was? Mann, kack mein Greifmann, ey. Entschuldigung. In letzter Zeit verwende ich immer gerne das Wort Kacke. Oder Scheiße. Das sollt ihr mal ändern. Es gibt Leute, die sich da schon Sachen denken. Oder mich am liebsten auf den Kopf hauen würden. Um die Hallo. Scheiße rauszukloppen. Hallo. Warte mal, war das, dass man hier abbiegen musste? Okay, aber wenn hier kein Pfeil ist, dann gut. Dann geradeaus, ne? Ja, und ich kann schon sein, dass ich eine Haltestelle verpasse. Ja, ich weiß, ich habe Unfall gebaut. Guten Tag. Sie drückt ihr immer so spät, Leute. Das ist doch furchtbar. Ich hab doch die Tür auf. Du drückt mich immer so spät. Oh, Zeller. Und drückt doch nicht immer so spät. Was läuft falsch bei euch? Robertstraße. Also hätte man bei uns so spät gedrückt, man wäre bis zur nächsten Anstelle weitergefahren. Weil man uns nicht ansieht, weil man liegt doch keine Schafe, ja, bis nur, man macht keine Vollbremsung, vor allem nicht in der Innenstadt, ey. Kannst du gleich den Bus an einem Baum fahren? Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Danke. Bitte sehr. Ich muss noch die Tür hinten zugehen.
So, wo müssen wir jetzt hier? Oh Gott. Ich sehe schon, komm, ich werde mit dem Bus gleich hängen bleiben. Oh, ordentlich hängen bleiben. Oh, ich will nicht diesen Bus nehmen wollen. Können Sie mich mal anständig fahren? Doch, kann ich, aber... Aber die Kurve ist zu scharf. Also, die brennt richtig in der Kehle, die Kurve. Also, Leute. Ruft mal die Feuerwehr. Oder bringt mir Milch. Die Kurve ist scharf. Kurve muss gelöscht werden. Hallo. Natürlich, Junge. Gerade da, wo keiner aussteigen muss, dann geht auch noch die Tür auf da hinten, ne? Wer drückt denn da hinten? Natürlich, da gibt es ganz hinten durch. Oh, also so ein rotzfrechen Fahrgast habe ich auch noch nicht gehabt, ey. Schade, dass die Fahrgäste im Offensichtlich nicht reden können. Also, jetzt lernen sie nicht reden. Können sie mich hier rauslassen, hier vor hinten? An der Tür 2? Da würde man sich das durch den Bus laufen sparen. Dann hätte ich die Tür auch nochmal aufgemacht. Kuhlmannsfeld, Endhaltestelle. Ah ja. Was soll's? Das hätte auch schief gehen können. Ja, ich weiß, ich habe Unfallversorgung. Wo kann... Oh, ich glaube, beim Abbiegen wohl erwischt mit dem Heck. Ups. Aber er hätte auch bremsen können. Er hat doch gesehen, dass ich abbiege und das Heck ausbrechen kann. Aber ich glaube, viele Autofahrer haben dafür sowieso kein Auge. So, dann wären wir auch an Kuhmannsfeld angekommen. Dann würde ich mal sagen, ich mache Feierabend für heute und wir sehen uns dann, beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Tschüssi. Also, junge Dame, gehen Sie bitte nicht mit Ihrem Schritt durch meine Kamera. Danke. Tschüss.